Herzlich willkommen bei Scholas Seelengepinsel. Mein Name ist Schola Feldkamp und ich male Seelenbilder für Mensch, Tier und Raum. Und dieser Raum hier ist sehr schön und groß. Ich bin nämlich nach draußen gegangen, das Wetter erlaubt es, die Sonne scheint. Es ist zwar frisch, aber ich genieße jeden Moment, wo ich draußen sein kann. Außerdem sollen ja auch die Vögel die Botschaft hören und der Himmel und auch die Nachbarn. Mir egal. Ich freue mich, dass du da bist und dir die Botschaft anhörst, die für dieses Bild entstanden ist. Die Botin der Sonnenseite. Gemalt für eine ganz liebe Seele, die ein bisschen die Spur verloren hat zu dieser Sonnenseite, die aber jetzt einen Helfer an ihre Seite bekommt. Und dieser Helfer erinnert sie immer wieder daran, hey, das Leben ist schön, trink den Nektar. Ja, ich habe mich ganz lange mit ihr unterhalten, ein Seelengespräch, Seelengeplauder gehabt mit ihr. Und nachdem sie mir aus ihrem Leben erzählt hat, bin ich sofort an den Maltisch gegangen und da ist der Bote der Sonnenseite entstanden. Und dann hat dieser Vogel, der da entstanden ist, mit mir gesprochen im Nachhinein. Und diese Botschaft ist aus ihm heraus gezwitschert. Botin der Sonnenseite. Sensible Seele, empathisches Sein. Lass leuchtende Botin ins Herz hinein. Sie wird dich erinnern an Yin und Yang, weist dir den Weg ein Leben lang. Hast tief in dunkle Schatten geschaut, der Schwache auf deinen Schutz vertraut. Es geht um Erholung vom Dunkel der Nacht. Nun, zarter Vogel, dein Herz bewacht. Der Kolibri bringt Süße ins Leben, wird augenblicklich Frequenz anheben. Wendige Flugkunst im Zeichen der Acht, der Winzling zum Retter des Lichtes macht. Es geht um die Wende zum Lichte hin, feier das Leben, dein Hauptgewinn. Ja, bist verletzlich und zart beseitet, auch das ist Kraft, weil Herz sich weitet. Die Liebe zum Leben, die stärkste Kraft. Trink ihn den Nektar, dein Lebenssaft. Folge der Freude und erlaub dir zu leben. Das Leben darf leicht sein, lerne das Schweben. Nur wenn du tust, was dein Herz beglückt, sei es auch noch so naiv und verrückt, dann findest du automatisch zu dir. Es öffnet sich weit die Seelentür. Auch deine Tränen helfen, loszulassen. Brauchst nicht mehr auf sie aufzupassen. Lasse sie fließen und entscheide dich klar. Sprich zu dir selbst ein liebendes Ja. Und liebst auch deine Verletzlichkeit, dann bist du für die Süße des Lebens bereit. Wirf ab die Kontrolle, das Sicherheitsdenken, lasse dich nun von Seele lenken. Folgst du dem Herz und der Freude jetzt, du wirklich das kostbare Leben schätzt, dann bist du verbunden und wirst getragen, darfst jederzeit auch um Hilfe fragen. Denn du wirst gebraucht im großen Ganzen, komm in dein Licht, lasse dich tanzen. Und Liebe sie ist, so oder so, genießt du dein Leben, ist Seele froh. Juhu! Ja, ich wünsche euch, dass ihr euch inspiriert fühlt von diesem wundersüßen Kolibri, der schwirrt um euch herum in eure Herzen. Und ich hoffe, dass er euch erinnert, wie wunderschön das Leben ist und wie süß der Nektar schmeckt und die Wunder, die alle erscheinen dürfen, wenn du dich dafür öffnest, wenn du deinen Geist dafür öffnest, wenn du vertraust auf dich und deine Seele und wenn du wirklich ja, mit liebenden Augen die Welt anschaust, dann, ja, dann ist Freude da, Liebe und die Sonnenseite des Lebens. Ich freue mich über ein Abo von dir. Abonniere meinen Kanal.
Und natürlich aktiviere das Glöckchen, denn dann erfährst du auch, wenn ich wieder ein neues Bild gemalt habe. Oder teile es mit deinen Freunden, wenn es dich ein bisschen verzaubert hat. Die Botin der Sonnenseite. Genieß den Tag und lass dich tanzen in diesem wunderschönen Leben. Danke.